willkommen bei Apatina Do It Yourself. Heute geht es wieder um die Kreidefarbe. Wir schwingen den Pinsel. Es wird heute nicht lange dauern und rucki zucki ist schon fertig. Das ist der Vorteil von der Kreidefarbe. Heute mal wieder mit Kreidefarbe. Rucki zucki werden wir dieses, nicht ganz so hübsche Möbel umwandeln, dass es wieder reinpasst in die Wohnung. Brauchbar ist es ja. Und wie das geht, das zeige ich euch heute. Die Kreidefarbe muss man wirklich gut umrühren. Schaut, dass ihr mit einem breiten Spachtel die Farbe von unten wirklich heraufholt, dass es eine homogene Masse wird sozusagen. Hier haben wir ein lackiertes Möbel mit großen Schadstellen. Ideal für die Kreidefarbe, weil ihr müsst überhaupt nichts machen. Ihr könnt das einfach so, wie es ist, überstreichen. Und das wird auch schon wie neu. Gut, dann legen wir los. Ihr merkt es eh gleich, wenn das nicht gut deckt am Anfang, dann habt ihr nicht genug umgerührt. Also wir werden da auf jeden Fall zweimal streichen müssen, aber das ist eh logisch. Kreidefarbe kann man prinzipiell wirklich auf alle Oberflächen drauf, ich sage jetzt einmal, schmieren. Es riecht nicht, das heißt, man kann es wirklich auch in der Wohnung machen. Es trocknet sehr, sehr schnell. Das ist ein bis zwei, höchstens Wochenende, zwei Tage Projekt. Es gibt eine reiche Auswahl an Farben, die auch gut miteinander mischbar sind. Ich habe Kunden, die machen ihre ganzen Küchen damit neu. Also alte Küchenfronten, die irgendwie in die Jahre gekommen sind, die man geerbt hat, die Küche ist noch in Ordnung, kann man damit richtig gut pimpen. Bei rohem Holz achtet darauf, dass ihr vorher mit einem Sealer, mit unserem Wood Sealer vom Bormer, das versiegelt. Es könnte sonst passieren, dass die Tannine und die Harze durch die Farbe durchschlagen können und dann wird die Farbe gerne fleckig, insbesondere bei den hellen Farbtönen. Aber sobald ihr das mit dem Sealer vorbehandelt habt, kann gar nichts mehr passieren. Und man kann natürlich, deshalb heißt es ja auch shabby chic, die Kreiden dann so, die Farben dann so durchreiben, sodass dann, vielleicht kann man zwei Farben übereinander legen, dann gibt man die eine Farbe wieder ein bisschen runter. Das nennt man dann wirklich diesen shabby oder vintage Look. Das muss einem halt gefallen. Da diese Schadstelle, die werde ich jetzt schon einmal öfters vorstreichen. Und dann kann man das vielleicht so ein bisschen abschleifen. Dann, aber ich glaube, es ist gar nicht notwendig. Die ist eben sehr, sehr auftragend, diese Farbe. Jetzt machen wir noch ganz schnell diese vier Laden. Den Korpus haben wir in Anthrazit gemacht und für die Laden nehmen wir Antikrosa. Das ist so wie ein Altrosa. Wir sind schon sehr gespannt, wie das ausschaut. Wenn es uns nicht gefällt, kann man es übermalen. Es ist ja ganz schnell passiert. Also wir probieren das jetzt einfach. Die Farbe war mir ein bisschen zu dick. Dann habe ich einfach mit ein bisschen Wasser verdünnt. So, dass mir das jetzt angenehm ist. Sie ist immer noch dick, dafür sehr deckend. Aber wie gesagt, gut vermischbar mit allen Farben untereinander, mit Wasser verdünnbar, wenn man es ein bisschen verstreichen möchte. Zum Beispiel auf Wänden würde ich es immer gut mit Wasser verdünnen, weil sonst braucht es ja zu viel. Wir verkaufen die Kreidefarben von der Firma Bormer, gibt es in verschiedensten Farbtönen. Ist wirklich eine passable, gute Farbe. Wir haben so viel schon damit gestrichen, auf die unterschiedlichste Art.
Und das Hervorragendste daran ist, sie sind extrem preisgünstig. Gut, dann streiche ich das jetzt noch und dann kann man Pause machen. So, wir sind vom Spaziergang zurück. Jetzt streichen wir das zweite Mal. Wir haben uns noch nicht entschieden, was für eine Oberfläche wir machen. Wir können es so lassen. Die Farbe trocknet in 14 Tagen ganz durch, dann ist sie wirklich reif und wischfest und hält beständig. Und niemand kann sich mehr erinnern, dass das ein schieres, sperlfarbenes Kastel war. Den Körper streichen wir auch noch einmal. Die endgültige Farbe kann man erst nach der Trocknung beurteilen. Also es lohnt sich, wenn man wirklich einen speziellen Ton sich mischen möchte, das immer antrocknen zu lassen. Davor hat es keinen Sinn, irgendein Urteil abzugeben. So. Da habe ich diese graue, graupperte Stelle kurz angeschliffen. Vielleicht müssen wir die Oberfläche dann ein drittes Mal streichen, aber wir schauen das einmal an. Versuchen das wirklich schön. Die Kreidefarbe macht einen sehr starken Duktus. Also du siehst den Pinselstrich ziemlich stark. Ich will das jetzt so glatt wie möglich machen, deshalb tue ich mich da ein bisschen aufhalten. Aber wenn man das nicht will, nicht glatt haben möchte, dann kann man das auch gerne so lassen. Aber wir wollen das ein bisschen, den rustikalen Holzeffekt gar nicht so durchschauen lassen. Wäre aber in dem Fall zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen. Dann könnte man das jetzt dazwischen schleifen, sodass die Struktur wieder rauskommt. Würde auch einen sehr lustigen und komplett anderen Effekt wieder erzielen. Mit der Kreidefarbe kann man wirklich ganz viele unterschiedlichste Looks erzeugen. Der bekannteste ist dieser Shabby Look, wo man eben wieder ein bisschen abnimmt, abschleift und so auf alt macht. Dann gibt es eben so, dass die Holzstruktur durchschaut. Dann gibt es den gewachsenen Effekt, wo es so ein bisschen speckig wird. Man kann auch, also das habe ich zu Hause gemacht, das ist allerdings dann schon richtig Arbeit, wenn man dazwischen wirklich oft schleifen muss, dann kriegt man so einen betonenden Effekt. Und diese Oberfläche ist extrem widerstandsfähig. Wir haben ja schon vor 2 Jahren mittlerweile ein Video mit Kreidefarben gemacht, also schaut da rein, vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen zusätzlichen Tipp. So, das Projekt Upcycling mit Kreidefarbe ist auch schon fertig. Ich finde, es hat sich gelohnt, wenn man sich erinnert, wie das Kastel ausgeschaut hat, war doch die Veränderung bemerkenswert. Wir müssen uns jetzt noch entscheiden, was für Knöpfe wir nehmen. Gar nicht so einfach, groß, klein, Messing oder Porzellan. Da wird es jetzt noch ein Voting geben unter uns. Wenn ihr euch erinnert, hier gab es eine Stelle, wo der Lack schon ganz abgetragen war. Man sieht es noch ein bisschen, aber es fällt nicht auf. Das ist der große Vorteil von der Kreidefarbe. Man kann wirklich über Sachen schnell drüber hirseln. Ein besseres Wort gibt es nicht. Hat einen schnellen Effekt. Unansehnliche Möbel passen sich der neuen Umgebung an. Es ist oft zu schade, die Sachen wegzuschmeißen. Das ist eine gute Möglichkeit, sie zu einem neuen Leben kommen zu lassen, wenn man das so sagen kann. Wir haben uns entschlossen, das Kästchen so zu belassen. Man könnte es noch wachsen oder versiegeln mit dem Wood Sealer. Wir mögen aber diese kreidige Oberfläche und werden es so belassen. Nach 14 Tagen ist die Farbe wirklich durchgetrocknet, da kriegt man sie nicht mehr so schnell runter. Also fangt nicht jetzt zum Kratzen an, die ersten paar Tage ist das noch ein bisschen empfindlich.
Gut, das war's. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Likes, wir freuen uns, wenn ihr abonniert und wir freuen uns, wenn ihr bei uns im Shop kauft. Alle Produkte sind bei uns erhältlich und sind unten in den Kommentaren verlinkt. Einstweilen, adieu und bis zum nächsten Mal.